Radio Hamburg Video. Christoph und Nicole haben ins Internet unter radiohamburg.de geklickt und einen for free Shopping gewonnen. Die beiden sind mit Horst in der Europapassage im neuen Tom Taylor Jeans Store, der heute für sie eröffnet. Und dort bekommen sie alle Klamotten geschenkt, die sie in 30 Sekunden anziehen. Horst, du bist jetzt dort. Ja, ist ein cooler Laden hier in der Europapassage. Es gibt viele Sachen, Hosen, Oberteile und einfach Sachen. Wir Männer wissen ja immer nicht, wie das heißt. Es sind Sachen. Und bei mir natürlich, klar, Christopher und Nicole. Christopher, ganz kurz, wie hast du dich vorbereitet? Ja, ich habe natürlich zu Hause trainiert, alles in 30 Sekunden einmal angezogen. Ich hoffe, dass ich das hier auch so gut hinkriege. Wenn ich an uns Männer denke, alles angezogen, hast du wahrscheinlich eine Hose und ein Hemd. Ja, so ungefähr, das, was ich halt anhab. Was man halt so hat zu Hause. Nicole, irgendeine Taktik schon vorbereitet? Nicht wirklich. Wir starten mit Christopher. Was brauchst du denn am dringendsten? Ja, ich denke mal, das, was man immer so braucht, Hose, T-Shirt. Hast du eine Taktik irgendwie schon, wie du es gleich angehen wirst? Ja, ich denke mal, erst Oberteile, dann Hose. Vielleicht auch erst das Teuerste, was am teuersten aussieht, irgendwie Hose über den Kopf oder sowas. Ja. Geil, später dann so eine Hose als Schal, ein Hemd als Unterhose. Es kann ja ruhig auch lustig aussehen, das macht ja nichts. Christopher zieht sich aus, ja. Schuhe sind aus, jetzt die Hose runter. Welche Größe hast du denn, Christopher? L. Wir haben hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, damit es natürlich jetzt nicht so losgeht. Er rennt durch den ganzen Laden, hat dann ein Kleidungsstück an. Wir haben hier einen großen Stapel vorbereitet. Alles, was hier liegt, ist in deiner Größe, in L. Es passt also. Und was gefällt dir auf den ersten Blick am besten? Ja, die Hose. Hose ist schon mal gut hier. Das ist eine schöne dunkle Jeans, eine dunkelblaue. Und wir fangen jetzt einfach an. Eine Stoppuhr habe ich hier. 3, 2, 1, los! So, die ersten Sekunden. Er greift als erstes zu einem Shirt. Es ist ein graues Shirt mit Aufdruck. Das hat er schon mal an. 6 Sekunden sind um. So, ein Hemd kommt drüber, ein kurzärmeliges Hemd. Nicht sonderlich elegant angezogen, aber es sitzt. Die Hose. Ja. 14 Sekunden sind um. Die Hose sitzt. Und hier einen schönen grauen Pullover. Ein Sweater mit Kapuze, auch sehr cool, kommt drüber. 22 Sekunden. Er legt sich noch ein Shirt um. Ein Gürtel wird auch noch umgebunden. 26. Und eine Sekunde. Und vorbei. Ja, das letzte Hemd hat er gerade noch so drüber. So. Ja, das sieht jetzt ein bisschen albern aus, aber es sitzt. Ja, es sind eine Menge Klamotten geworden. Was hast du denn alles? Hier wird auch gelacht im Laden. Das sieht offensichtlich sehr, sehr lustig aus. Auf jeden Fall eine Menge angezogen. Gucken wir mal, was wir denn da haben. Und gucken mal ein bisschen auf die Preisschilder. Du darfst es jetzt wieder ausziehen einmal kurz, damit wir mal gucken, was wir da alles haben. Da haben wir ein Shirt, kostet eigentlich knapp 30 Euro. Wir rechnen mal ein bisschen zusammen. Ja. Ich hoffe, ich schaffe das ohne Taschenrechner. Klar. Ein Schal. Ach, das ist wirklich ein Schal. Ich dachte, er hätte sich ein T-Shirt umgelegt. Der Schal kostet eigentlich knapp 13 Euro. Wären wir bei 43 Euro. Für 40 Euro sind wir bei 83 Euro. Nummer 50 macht 133. Ja. Dann haben wir hier ein Hemd, ein kurzärmeliges. Nochmal für 35. Ach, jetzt wird's schwer. 168. Shirt für 20 macht 188. Die Hose kostet 60. 248 Euro. Und wir freuen uns gleich auf Nicole Günther aus Borgfelde. Da wird aber Annie rüberkommen, damit sie sich nicht vor meinen Augen ausziehen muss. Mehr Videos und Podcasts unter radiohamburg.de.